Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Ja, der 33. Spieltag steht an. Wir schauen uns diese neuen Partien parallel ganz genau an. Und ich hoffe, ihr bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Lasst, wenn es euch gefällt, nachher einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ansonsten noch ein ganz kurzes Wort. Ihr habt vermutlich Chris Löwe von Dresden gehört. Wenn nicht, empfehle ich euch, das nochmal anzuhören. Bewegende Worte, man kann ja über Dresden sagen, was man will. Aber die hat es schon sehr schwer getroffen in dieser Saison und sie werden dann dementsprechend am Ende wahrscheinlich runtergehen. Aber schaut euch das auf jeden Fall an und überlegt nochmal, wie ihr damit umgehen würdet, wenn das euer Verein gewesen wäre in dieser Situation. Also, alles Gute für Dresden. Es wird wahrscheinlich nicht reichen. Dann müssen sie sich halt nächstes Jahr wieder hochkämpfen. Aber das ist auch nur ein schwacher Trost. Jetzt soll es aber losgehen mit der Konferenz. Viel Spaß dabei und danke euch fürs Reinschalten. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Zweitliga-Konferenz. Der Sonntagnachmittag hält 9 parallele Partien für uns bereit. Wir beginnen hier in Heidenheim, da ist der HSV zu Gast. Und der HSV möchte zumindest Platz 3 verteidigen, bestenfalls sogar noch auf Platz 2 springen. Aber sollte man heute verlieren, zieht Heidenheim an den Hamburgern vorbei. Wir wollen die Gäste hier natürlich verhindern. Wir schauen mal in Nürnberg vorbei. Und hier ist es eine äußerst differente Angelegenheit. Nürnberg kämpft gegen den Abstieg und der VfB Stuttgart kämpft um den Aufstieg. Wenn sie gewinnen, die Stuttgarter, haben sie es weiterhin in der eigenen Hand. Nürnberg kann heute einen nahezu entscheidenden Schritt machen für den Klassenerhalt. Also wir dürfen gespannt sein, wie sich das hier entwickelt. Schauen jetzt aber erstmal nach Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat Holstein Kiel zu Gast, während wir parallel unten Darmstadt gegen Wien Wiesbaden uns anschauen. Kiel und Wiesbaden zu Gast, jeweils Kiel und Darmstadt, allerdings schon aus der Spannung raus in dieser Liga. Osnabrück und Wien Wiesbaden vor allem kämpfen noch gegen den Abstieg. Dementsprechend schauen wir hier einmal kurz gemeinsam drauf, geben jetzt aber noch eine Station weiter und zwar nach Sandhausen. Der SV Sandhausen hat Dresden zu Gast. Sandhausen ist raus, trotz des 1:5 gegen den VfB Stuttgart aus dem Abstiegskampf. Dresden, ja, die müssen sich an den letzten Strohhalm klammern. Im Kleinkasten haben wir St. Pauli gegen Regensburg. Da ist Regensburg schon aus der Verlosung um den Abstieg. Der FC St. Pauli möchte die letzten Punkte noch sammeln, um drin zu bleiben. Und zwei Partien, da geht es tatsächlich um nichts mehr. Die schauen wir uns jetzt nochmal an. Das ist zum einen hier Aue gegen Hannover. Hannover spielt eine extrem stabile Rückrunde. Dementsprechend sind sie völlig aus dem Schneider, was den Abstieg angeht. Und unten sehen wir noch den VfL Bochum gegen Greuther Fürth. Bochum auch eine super Rückrunde. Beste Mannschaft nach dem Corona-Restart. Dann haben wir 8 Spiele gesehen und eins fehlt noch. Das läuft in Karlsruhe und wollen wir zum Anstoß anschauen. Und hier erfolgt er. Hier rollt als erstes der Ball. Arminia Bielefeld zu Gast. Mittlerweile auch klar feststehender Meister in den roten Trikots. Die Gäste von rechts nach links. Und für den KSC gilt es erstmal Platz 16 zu stabilisieren und vielleicht dann noch Tabellenplatz 15 zu erreichen. Karlsruhe kommt direkt mal über die rechte Seite. Ben Hatira keine präzise Flanke, dementsprechend kann Bielefeld das hier klären. Hat am Donnerstagabend noch zuletzt gewonnen. Karlsruhe kommt mit einer 1:2 Pleite aus Regensburg. Wir schauen mal weiter. Sind in Osnabrück. Für die Gäste geht es um nichts mehr. Sie spielen hier frei auf. Jae-Sung Lee mit dem 1:0. 6. Spielminute,
Der VfL Osnabrück kalt erwischt. Der VfL Osnabrück, der noch gegen den HSV einen Punkt mit nach Hause nehmen konnte, sogar teilweise am Dreier schnupperte. Jetzt laufen sie hinterher und das sieht der KSC von unten logischerweise mit Wohlwollen. Wie schaut's denn in Nürnberg aus? Wie ich höre, gibt's da eine interessante Freistoßposition. Die wollen wir uns mal genauer betrachten. Der erste FC Nürnberg hat wirklich eine fantastische Freistoßposition. Und mit Johannes Geis hier am Ball durchaus ein Spieler, der diese Freistöße gefährlich treten kann. Vielleicht auch in die Mitte gespielt, aber das ist doch eher unwahrscheinlich. 22 Spielmeter Torentfernung. Geis! Er macht es! Er macht es! Was für ein Freistoß! Der erste FC Nürnberg führt mit 1:0. Ein super Freistoß, der im Abstiegskampf unfassbar viel bedeuten kann und auch in Heidenheim beim HSV sicherlich Anklang findet. Super Freistoß, 1:0 für Nürnberg. Also, wie geht denn der HSV in Heidenheim damit um? Die Heidenheimer ja auch Profiteure. Hier gibt es keine Spielstandsübermittlungen, also die wissen hier noch gar nicht, wie es in Nürnberg gerade steht. Aber in der Halbzeit spätestens dürften sie es dann erfahren, Poyanpalo. Gute Möglichkeit, etwas fahrlässig da gerade gespielt vom ersten FC Heidenheim, aber dann können sie es doch einigermaßen noch lösen. Es ist ein verhaltener Beginn der HSV. Spielt momentan etwas mehr nach vorne und jetzt schauen wir uns erstmal den Treffer in Aue an. Wir machen es kurz, 10. Spielminute, 1:0 für die Gäste und es ist kein geringerer als Marvin Ducksch, der überragend drauf ist seit der Corona-Pause. Es ist ein super Treffer. Da legt sich den Ball selber hoch aus der Drehung. Zieht da dann direkt ab. Hier führen die Gäste mit 1:0 und wir schauen mal in Hamburg beim FC St. Pauli vorbei. Regensburg aber klar dominant, wie schon in den letzten Heimspielen des FC St. Pauli und nicht zuletzt auch gegen Hannover 96. Lattenschuss, Kopfball Grüttner vorbei oder war es abseits? Also St. Pauli geriert hier wieder ganz früh, ganz stark unter Druck. Dieser Schuss, der an die Latte geht, hätte gezählt. Grüttner danach dann erst im Abseits. Viel, viel Glück für die Gastgeber, die hier eben 2 Punkte noch brauchen, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu sichern, sollte der KSC beide Spiele gewinnen. Aber momentan sieht es hier nicht gut aus. Regensburg liefert richtig gut ab und ist hier ganz kurz davor, den Führungstreffer zu erzielen. Sie bleiben vorne Darmstadt dran und das Tor in Darmstadt. Ja, wollen wir uns anschauen. 1:0 für die Lilien in der 15. Spielminute. Wien-Wiesbaden in höchster Not. Ball abgefälscht vor die Darmstädter Schlappen und dann ist es Serdar Dursun, der Torjäger, der da Tor in Sandhausen. Und die Wiesbadener Abwehrschwächen, die kennen wir. Und jetzt der nächste Treffer in Sandhausen. Geht Schlag auf Schlag hier. Das Tor für den SV Sandhausen, das dürfte Wien-Wiesbaden zumindest in diese Richtung hin beruhigen. Dynamo Dresden liegt zurück, Flanke auf den zweiten Pfosten. Scheu steht bereit, nicht im Abseits. Und dann am zweiten Pfosten recht ungedeckt. Kevin Broll aus kurzer Distanz machtlos. Die Geschichte der SG Dynamo ist schon durchaus tragisch in dieser Saison. Es wird nach menschlichem Ermessen in die dritte Liga gehen. Und der SV Sandhausen manifestiert erstmal diese
Idee, diese Vorahnung, diese Böse aus Dresdner Sicht. Also hier steht's 1-0. Wir wollen mal in Bochum vorbeischauen, dann dürften wir an jeder Station gewesen sein. Ab nach Bochum. Wo Greuther Fürth gerade über die rechte Seite sich bemerkbar macht. Meierhöfer mit der Flanke. Was macht Riemann denn da? Legt hier Cateruel den Treffer auf. 19. Minute, 1-0 für die Gäste. Daniel Cateruel profitiert von einem schlimmen Fehler von Manuel Riemann. Manuel Riemann weiß ganz genau, der geht auf seine Kappe. Ob er da überhaupt ran muss, aber dann auf jeden Fall nicht so. Schauen nochmal drauf und geben dann weiter nach Aue. Da ist mal wieder ein Treffer gefallen. Es ist der 1:1 Ausgleichstreffer durch Pascal Testroz. Das ist ein Spiel für beide Mannschaften eben nur noch um eine Tabellenplatzierung. Aber bedeutet eben auch Feuer frei. Denkt sich auch Testroth und nagelt den Ball oben links rein. So, hier steht es 1-1. Den 1-1 Ausgleichstreffer würde der VfB Stuttgart in Nürnberg auch gerne auf dem Konto haben. Da kommen die Stuttgarter. Just in diesem Moment. Philipp Clement schließt ab ins kurze Eck. Martinia ist aber schnell unten und der Erfolg der Klubberer bei Wien Wiesbaden war ja nicht mal nur als Lebenszeichen, sondern als Statement zu betrachten. 6-0. Das war schon, ohne übertreiben zu wollen, vielleicht schon fast magisch. Aber der VfB Stuttgart ist eine andere Kragenweite. Man muss hier aufpassen, diesen Ball hier irgendwie zu klären. Clement verliert dann den Ball an Behrens. Gibt es eine schnelle Umschaltsituation. Der erste FC Nürnberg nicht mit so vielen Mannen da vorne. Dann verläuft sich das etwas. Aber Enrico Valentini treibt nochmal an. Verliert jetzt aber den Ball an den VfB Stuttgart. Spannende Ausgangslage. Normalerweise der VfB Stuttgart hier klar favorisiert, aber heute ist es eine sehr ausgleichende Partie. Sehr, sehr gleichwertig, wie Nürnberg hier auftritt. Klar, mit breiter Brust nach dem Spiel gegen Wiesbaden. Nächster Abschluss, aber kein Tor, ab nach Heidenheim. Die Hamburger können jetzt schon davon profitieren, dass Nürnberg mit 1-0 führt. Aufgrund des Torverhältnisses würde den Hamburgern Stand jetzt auch ein Punkt erstmal reichen, um am VfB Stuttgart vorbeizuziehen. Aber man möchte auch ein Punktepolster herstellen. Wer weiß, was am letzten Spieltag alles noch so möglich ist für den VfB Stuttgart. Und das Spiel ist ja auch noch lange nicht aus. Also eigene Tor in Aue. Hausaufgaben machen, Heidenheim kommt und wir schauen erstmal nach Aue. Kein guter Abschluss hier von Kleindienst. Hannover 96 führt wieder. Diesmal ist es Hendrik Weidand in der 30. Spielminute, der hier das 2:1 markiert. Macht richtig Spaß für den neutralen Zuschauer, eben nicht mehr von der tabellarischen Spannung, aber von der spielerischen Dramaturgie getragen. Jendrusch ohne Chance. Wir schauen eine Station weiter. Schauen mal wieder in Osnabrück vorbei, wo es früh klingelte. Aus Osnabrücker Sicht negativ. Aus Abstiegskonkurrenzsicht durchaus positiv. Was der KSV hier anstellt, hat sich selber durch das 2:0 gegen Dresden am Donnerstag gerettet. Aus eigener Kraft ließ da dann auch wirklich rechnerisch jetzt nichts mehr anbrennen. Der VfL Osnabrück nach vorne bemüht, aber momentan noch glücklos. Und Kiel kommt. Joa. Mit Osnabrück Vergangenheit. Der Rechtsaußen hier. Missglückte Flanke. Die geht ins Nichts. Wir wechseln dementsprechend mal den Standort.
sind in Karlsruhe. Bielefeld, der Tabellenführer, lässt es hier gemächlich angehen. Spielen das von hinten eigentlich gut raus. Jetzt Ortega mal mit einer ungewohnten Unsicherheit, aber dann klären sie es eben mit einem weiten Schlag. Also sieht Tor alles hier Nürnberg. gut aus und es sieht jetzt gut oder schlecht aus für Karlsruhe. Was passiert in Nürnberg? Für Karlsruhe sieht es jetzt schlechter aus, weil der 1. FC Nürnberg tatsächlich zum 2:0 erhöht. Der VfB Stuttgart wie von allen Sinnen. Auswärts läuft es einfach nicht. Frei mit dem 2:0. Der VfB Stuttgart ist eben auf des Gegners Platzes nicht der Favorit. Ganz häufig nicht. Zumindest tritt er da nicht so auf. Und die Auswärtsbilanz ist doch recht dürftig. Und das unterstreichen sie hier wieder. Letzte Woche Sonntag gegen Karlsruhe im Derby verloren gegen die Baden mit 2:1. Und jetzt müssen sie hier einem 2-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Haben sie gegen den Hamburger SV mit Bravour gelöst, aber das war eben auch in der heimischen Mercedes-Benz Arena. Und der 1. FC Nürnberg, der strotzt hier nur so vor Selbstbewusstsein. Das ist Marc-Oliver Kempf, der hier unter Druck gesetzt wird, Tor Vorteil in Heidenheim. angezeigt. Oh, und jetzt könnte es richtig interessant werden für Stuttgart. Tor in Heidenheim. Die Gäste führen mit 1:0. Es ist Sonny Kittel. Und das ist für den VfB Stuttgart jetzt ein erheblicher Rückschlag. Und für Heidenheim im Aufstiegsrennen. Natürlich auch. Super Abschluss von Fein, noch gehalten von Kevin Müller mit einer sensationellen Tat. Sonny Kittel nutzt dann den Abpraller, steht nicht im Abseits. Wird parallel auch nochmal überprüft, aber das sieht alles okay aus. Der HSV zieht jetzt erstmal etwas deutlicher am VfB vorbei, hat jetzt 2 Punkte Vorsprung und das bessere Torverhältnis darauf. Lässt sich doch sicherlich aufbauen. Heidenheim stand Elfmeter in jetzt Hamburg. nahezu aus dem Aufstiegsrennen raus, auch auf Relegationsplatz. Und jetzt schauen wir nach Hamburg zum Elfmeter. Strafstoß für den FC St. Pauli. Okorocchi hat hier den Ball mit der Hand gespielt. Ja, wir haben es jetzt im Anschnitt noch gesehen. Höchst unglückliche Szene. Elfmeter für Henk Fehrmann. Die letzten drei hat der FC St. Pauli verschossen. Es kommt die 4 dazu. 4 Mann scheiterte in Kiel an Gelios. Diamantakos an sich selbst gegen Darmstadt hat vorbeigeschossen. Dann an Mennel gegen Aue. Zentral schwach und flach beim letzten Heimspiel. Und 4 Mann setzt den Ball drüber. Auf den parallelen Plätzen ist schon Pause, deswegen schauen wir hier die restlichen Sekunden der ersten Halbzeit an. Auweia, was ist da nur los beim FC St. Pauli? Es stimmt gewaltig nicht. Und sie müssen aufpassen, dass der KSC nicht gegen Bielefeld gewinnt. Dann wird es nämlich nochmal spannend. Wir schauen jetzt in der Halbzeit kurz auf alle Ergebnisse und freuen uns dann auf weitere spannende und hoffentlich torreiche zweite 45 Minuten. Jo, hier habt ihr einmal einen Kurzüberblick über die Ergebnisse des ersten Durchgangs. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Habe ich wahrscheinlich schon gesagt, ganz am Anfang. Aber macht's auf jeden Fall, würde mich freuen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Jetzt geht's aber weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß! Wir sind zurück in der Konferenz, während wir nochmal auf den 1:0-Treffer schauen, des SV Sandhausen aus der 15. Spielminute da hat. Scheu zugeschlagen und den SV Sandhausen in Führung gebracht. Dynamo Dresden jetzt verpflichtet, 2 Treffer im zweiten Durchgang zu spielen. Schaffen sie es nochmal, sich aufzuraffen? Der Einsatz, Wille,
und so weiter und so fort. Das ist den Dynamos einfach nicht abzusprechen, was die für ein Programm abspulen mussten. Das hier ist das dritte Heimspiel innerhalb von 7 Tagen, das ihnen verwehrt wird. Also 3-mal auswärts unterwegs in 7 Tagen. Das ist ein wahnsinniges Programm. Und dann Tor in Bochum. Die Spiele und die Niederlagen dazu. Und wir schauen mal in Bochum beim Treffer vorbei. Die Gäste erhöhen und der VfL Bochum, bestes Team nach der Corona-Pause, ist jetzt hier mächtig unter Druck. Schnell, schnörkellos, gut gespielt, bis in die Spitze. Dann ist es ein flacher Abschuss, den Riemann nicht mehr parieren kann. Also große Aufgabe jetzt für den VfL Bochum. Julian Green hat getroffen und wir schauen mal in Darmstadt vorbei. Wien Wiesbaden jetzt schon unter Druck. Keine 5 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Der SV Darmstadt will hier schnell alles klar machen. Stark zu Dursun. Und da machen sie wohl alles klar. 50. Minute, 2:0, Serdar Dursun. Und Wien Wiesbaden. Es stand jetzt, heißt es, direkter Abstieg. Die Relegation weit entfernt momentan, da Karlsruhe gegen Bielefeld 0:0 steht. Also, das ist jetzt hart für Wiesbaden. Wir wollen mal weiterschauen. Ja, wir sind in Karlsruhe, die profitieren davon, haben das deutlich bessere Torverhältnis. Wien Wiesbaden minus 22. Karlsruhe minus 12, also das ist in einem Spiel kaum noch aufzuholen und 3 Punkte eben. Tor an Aue. Dementsprechend, ja, nächster Treffer an Aue. Aue schlägt wieder zurück, 2:2. Ein super Spiel, Jan Hochscheid ist hier der Torschütze, läuft da durch, zieht auf den kurzen Pfosten. Lässt Zieler alt aussehen in dieser Situation, der mit der Hereingabe gerechnet hat, dann keine Reaktionszeit mehr hat. Also 2:2 hier, wir melden uns, wenn ein Tor fällt. Der SV führt hier in Heidenheim mit 1:0 und profitiert nach wie vor von einer selber sehr gut gespielten Partie, aber auch davon, dass der erste FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart so richtig kämpft und den VfB Stuttgart momentan in Richtung Niederlage drängt. Das gibt dann für Heidenheim zumindest die theoretische Chance noch auf Platz 3, ist aber unrealistisch. Sie sollten hier zumindest einen Punkt holen. Ansonsten wird es nahezu unmöglich, da sie das schwächere Torverhältnis haben als der VfB Stuttgart. Aber es ist Tor in hier Hamburg noch nicht vorbei und jetzt ist der Treffer in Hamburg gefallen. Rechts sich der verschossene Elfmeter. Im Gegenteil, Henk Fehrmann, der ihn noch verschossen hat, ist jetzt selber der, der den Fauxpas wieder wettmacht. 1:0 für den FC St. Pauli. Das heißt momentan wieder zweite Liga nächstes Jahr. Flanke von der rechten Seite. Fehrmann hält die Pike rein. Weidinger, der Ersatzkeeper des SSV Jahren, ist hier chancenlos. Also, der FC St. Pauli führt mit 1:0. Wir schauen in Nürnberg vorbei. Die scheinen ja auch einen entscheidenden Schritt zu machen. Momentan sieht es sehr gut aus. Der VfB Stuttgart kommt auch nur zaghaft aus der Kabine und probiert hier jetzt anzurennen. González bringt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Martenia erstmal dazwischen. Förster nochmal, bekommt da wenig Druck. Kopfball von Mola! Und der ist im Tor. Anschlusstreffer in der 60. Spielminute. Der VfB Stuttgart ist wieder da. Kein Abseits. Mola wird da völlig vergessen. Flanke von Förster. Dann ist ein bisschen Pfostenglück dabei.
nicht so leicht, den zu nehmen. Und ein bisschen Glück ist auch dabei. Der VfB Stuttgart ist wieder da. Und kann sich hier eventuell in Nürnberg wieder rankämpfen. Weiterhin aber sieht es gut aus für Nürnberg. Für den VfL Osnabrück noch nicht ganz so gut. Die wären jetzt wieder 15. Ja, mit der Führung des ersten FC Nürnberg, beziehungsweise mit dem Rückstand gegen Kiel, sogar selbstständig schon, ist man auf Tabellenplatz 15 gerutscht. Der KSC sammelt momentan einen Punkt. Osnabrück 36, Karlsruhe 34. Das ist also kein Ruhepolster, wenngleich Osnabrück das beste Torverhältnis hat. Aber die können mit Rückständen umgehen. Auswärts, zu Hause. Und da kommen sie. Aydini zieht in den Strafraum ein. Pass zu Alvarez. Die Fahne bleibt unten. Und es steht 1:1. Marcos Alvarez. 64. Spielminute. Im Volksparkstadion musste er 90 Minuten lang auf der Tribüne, auf der zur umfunktionierten Bank gebauten Tribüne, zuschauen, schmoren, sich das anschauen. Jetzt darf er wieder helfen und zeigt, was er für eine Hilfe ist. Vorbei an Ioannis Gelios schlägt Alvarez zu. In der 64. Spielminute. Stellt den 3-Punkte-Abstand zu Karlsruhe wieder Tor in her. Bochum. Sehr wichtiger Treffer für den VfL. Und wir schauen uns den nächsten Treffer in Bochum an. Es ist noch nicht vorbei für den VfL Bochum. 65. Spielminute. Tom Weiland schließt an zum 1:2. Und jetzt ist wieder alles möglich. Den Treffer wollen wir uns ganz kurz anschauen. Tor in Darmstadt. Von Robert Juhl vorbereitet, wenn ich es recht erblicke. Und dann netter Abschluss. Schauen wir jetzt nach Darmstadt. 3:0. Pfeiffer macht alles klar. Da würde ich mich mal festlegen. Und wen Wiesbaden muss drauf hoffen, dass Karlsruhe noch verliert. Kopfball Pfeiffer nach einem Eckstoß vom linken Innenpfosten springt der Ball dann rein. Und die Tabellenkonstellation für Wiesbaden, sie können sich auf ihr Torverhältnis nicht verlassen. Da steht jetzt bei minus 23, Karlsruhe minus 12 und bei 3 Punkten Unterschied ist das nahezu sicher. Also, Bielefeld muss gewinnen, ansonsten ist es für Wiesbaden jetzt wahrscheinlich schon vorbei. Und dann wollen wir doch direkt mal nach Karlsruhe schauen. Der KSC macht das gut. Der Punkt hier, das Mindeste, was man erreichen möchte. Aber mit einem Sieg könnte man dann vielleicht den VfL Osnabrück auch nochmal unter Druck setzen. Aber wenn der VfL Osnabrück den Punkt holt, dann gibt es da eigentlich keine Probleme mehr. Klos kommt, Ball aber zu weit. Der VfL Osnabrück momentan mit 37 Punkten bedient Karlsruhe mit 34, also 3 Punkte Abstand. Das sah dann vor der Partie auch schon genauso aus. Und der KSC geht da jetzt all in, um eben Osnabrück nochmal realistisch bekommen zu können. Oder gehen sie erstmal auf sicher, nicht den direkten Abstieg mit Wien Wiesbaden noch auszutauschen. 20 Minuten noch knapp auf der Uhr. Bielefeld wirken nicht verkatert. Wollen hier selber nochmal sich positiv verabschieden. Mit 2 Siegen aus der Saison, aus den letzten beiden, haben sie auch gegen Darmstadt gezeigt. Hier eine Parade von Opoff. Wir schauen nochmal nach Heidenheim. Der HSV macht das richtig clever. Es gibt kaum mal Chancen für Heidenheim, Pollersbeck wirklich zu testen. Jetzt aber eine mögliche Kontersituation, die Leipzig aber nicht gut ausspielt. Der Tor in HSV ist Aue. wieder einigermaßen gut geordnet und wir schauen uns lieber den Treffer in Aue an.
Die Partie ist gedreht. Aue führt das erste Mal. 75. Spielminute, 3:2. Wunderbar, dieser Kopfball von Calogero Rizzuto, der Außenverteidiger. Super Kopfball. Zieler kann nur hinterher schauen. Hier steht es 3:2. Wir melden uns, wenn noch was passieren sollte. Und schauen jetzt nochmal ein Stadion weiter. Der SV Sandhausen macht es hier gut gegen Dynamo Dresden. Will an diesem 1:0 nichts mehr anbrennen lassen. Da muss man sich ja erstmal in der Defensive wieder stabilisieren, nachdem es gegen den VfB Stuttgart ein 5:1 gehagelt hat. Ungewöhnlich für diese Sandhäuser. Tor in Karlsruhe. Oh, und jetzt ein Tor in Karlsruhe. Das ist für den Abstiegskampf nochmal wichtig. 78. Und es ist sehr, sehr wichtig für die Konkurrenz, weil Bielefeld mit 1:0 führt. Fabian Klos. Kopfball an den Innenpfosten. Anders gesagt, platziert, da kann man den nicht bringen und dann geht er über die Linie. Ophoff chancenlos. Hier steht es 1:0, kann davon die Konkurrenz profitieren, beispielsweise in Nürnberg. Für Nürnberg ist das tatsächlich sogar relativ irrelevant, weil sie hier selber ihre Hausaufgaben erledigen. Ob dann Karlsruhe verliert oder unentschieden spielt, ist den Klubberern egal, solange sie selber hier ihre Punkte einfahren. Und der VfB Stuttgart hat noch 10 Spielminuten Zeit, zumindest einen Punkt zu holen, der sie auf den gleichen Punktestand spülen würde, auf den der HSV momentan bauen kann. Aber Nürnberg kommt um Hanno Behrens. Ishak wohl im Abseits. Kobel passt aber sonst auch auf. Tor in Heidenheim. Ein Wechsel und jetzt ein Tor in Heidenheim. Verschlechtert aber eher die Kunde für den VfB Stuttgart. Denn der HSV geht mit 2:0 in Front. Lukas Hinterseher. Es ergeben sich jetzt mehr und mehr Räume. Heidenheim hat aufgemacht. Verständlich 10 Minuten vor dem Ende bei diesem Spielstand. Und der HSV schlägt direkt eiskalt zu. Und ob das jetzt nochmal dramatisch wird zum Ende hin, sei mal dahingestellt. Hinterseher auf jeden Tor Fall. Tor in Bochum. Trifft mal wieder. Und wir schauen nochmal in Bochum beim Treffer vorbei. Der Ausgleichstreffer. Bochum kommt nach einem 0:2 Rückstand zurück. Robert Tesche. Erst pariert, dann aber Tesche im zweiten Anlauf. Schön mit dem Vollspann. Der passt perfekt. Hier steht es 2:2. Super Aufholjagd der besten Mannschaft nach der Corona-Pause. Aber es geht hier um nichts mehr und deswegen wollen wir woanders hinschauen. Zum Beispiel hier nach Osnabrück. Dieser Punkt momentan würde zum sicheren Klassenerhalt reichen, weil Karlsruhe eben zurückliegt. Aber das soll dann auch schon dieser Punkt hier sein. Johannes Vandenberg mit der Flanke. Abgeglitscht, weggefaustet von Kühn. Tor in Karlsruhe. Oha, Tor in Karlsruhe. Ist da jetzt alles klar oder kommt Karlsruhe nochmal? Karlsruhe kommt nochmal. 86. Minute. Das 1:1. Ins kurze Eck abgeschlossen von Röser. Martin Röser schlägt zu. 1:1 hier. Wir wollen jetzt aber nochmal in Nürnberg vorbeischauen. Kommt der VfB zurück? Der HSV tut ihnen ja keinen Gefallen. Schwer zu sagen. Der VfB Stuttgart offenbart jetzt auch Lücken in der Defensive. Das ist Ishak. Ishak! Macht es selber! Und macht hier wohl alles klar.
3,5 Minuten vor dem Ende. Das 3:1 für den 1. FC Nürnberg. Und das ist der sichere Klassenerhalt. Spannschuss unten rechts rein. Das ist ein hartes Paket, das der VfB tragen muss. Und der HSV muss jetzt schon heftig patzen am letzten Spieltag. Also 3:1 hier. Ausgegebenem Anlass schauen wir nochmal in Heidenheim vorbei. Der HSV kann davon extrem profitieren. Für Heidenheim ist es dann nur noch eine Minimalchance am letzten Spieltag. Plus 9 Torverhältnis bei Heidenheim, plus 15 beim VfB Stuttgart. Also 6 Tore Unterschied und 3 Punkte. Das ist schwer aufzuholen. Und der HSV hat hier scheinbar noch nicht genug. Flanke von Schaub, der Freistoß etwas verzogen. Und Letschert kann damit nicht umgehen. Also, hier ist wohl alles klar. Und weil noch nicht alles klar ist im Abstiegskampf heute, wollen wir nochmal in ein Stadion schauen, wo es noch nicht entschieden ist. Hier in Karlsruhe kann es tatsächlich in beide Richtungen noch kippen. Keine Mannschaft macht den Anstand, mit dem Punkt gänzlich zufrieden zu sein. Aber die Nachspielzeit ist eben auch limitiert und schon angebrochen. Kommt der KSC nochmal gefährlich nach vorne. Den Ball vielleicht mal raus. Die Zentrale ist momentan dick besetzt und das ist der Ballverlust. Und das war's hier. Karlsruhe aber holt immerhin einen Punkt, sichert damit Tabellenplatz 16. Aber ob es dann zur direkten Rettung reicht, das ist mal fraglich. Wir schauen jetzt in Darmstadt vorbei. Da gibt es schon einen harten Verlierer. Kann man wohl so sagen, für wen Wiesbaden dürfte es das gewesen sein. Bereits angesprochen, das Torverhältnis ist einfach zu schlecht. Und hier verlieren sie noch einmal mit 3:0. Das war's. Und wir schauen zum Abschluss nach Heidenheim. Damit verabschiedet sich wohl der 1. FC Heidenheim aus dem Aufstiegsrennen und der HSV geht am letzten Spieltag in der Pole Position auf Platz 2. Sehr gute Ausgangslage für die Gäste, weil Nürnberg auch ihnen den Gefallen getan hat, den VfB Stuttgart zu schlagen. Also, das sollte aus der Konferenz gewesen sein. Jetzt gibt's die Tore. Alle nochmal im Schnelldurchlauf. Bleiben Sie am Ball und bis dann. Sind in Osnabrück. Für die Gäste geht es um nichts mehr. Sie spielen hier frei auf. Meter Torentfernung. Geis! Er macht es! Er macht es! Was für ein Freistoß! Der 1. FC Nürnberg führt mit 1:0. Wir machen es kurz. 10. Spielminute. 1:0 für die Gäste und es ist kein geringerer als Marvin Ducksch, der überragend drauf ist. 1:0 für die Lilien in der 15. Spielminute. Wien Wiesbaden in höchster Not. Ball abgefälscht vor das Tor für den SV Sandhausen. Das dürfte Wien Wiesbaden zumindest in diese Richtung hin beruhigen. Dynamo Dresden liegt zurück. Flanke auf den zweiten Pfosten. Scheu steht bereit, nicht immer rechte Seite sich bemerkbar macht. Maja Höfer mit der Flanke. Was macht Riemann denn da? Legt hier Keitaruel den Treffer auf. 19. Minute, 1:0 für die Gäste. Es ist der 1:1 Ausgleichstreffer durch Pascal Testroth. Das ist ein Spiel für beide Mannschaften eben nur noch um eine Tabellenplatzierung. Aber bedeutet eben auch Feuer frei. Hannover 96 führt wieder. Diesmal ist es Hendrik Weidand in der 30. Spielminute, der hier das 2:1 markiert. Macht richtig Spaß für den neutralen Zuschauer. Eben nicht mehr von der tabellarischen Spannung, aber von der spielerischen.
Für Karlsruhe sieht es jetzt schlechter aus, weil der 1. FC Nürnberg tatsächlich zum 2:0 erhöht. Der VfB Stuttgart wie von allen Sinnen. Auswärts. Die Gäste führen mit 1:0. Es ist Sonny Kittel. Und das ist für den VfB Stuttgart jetzt ein erheblicher Rückschlag. Und für Heidenheim im Aufstiegsrennen natürlich auch. Super Abschluss von Fein. Noch gehalten von Kevin Müller. Die Gäste erhöhen und der VfL Bochum, bestes Team nach der Corona-Pause, ist jetzt hier mächtig unter Druck. Schnell, schnörkellos, gut gespielt, bis in die Spitze gespielt im zweiten Durchgang. Der SV Darmstadt will hier schnell alles klar machen. Stark zu Dursun! Und da machen sie wohl alles klar. Aue schlägt wieder zurück, 2:2. Ein super Spiel, Jan Hochscheid ist hier der Torschütze. Läuft da durch, zieht auf den kurzen Pfosten. Lässt. Im Gegenteil, Henk Fährmann, der ihn noch verschossen hat, ist jetzt selber der, der den Fauxpas wieder wettmacht. 1:0 für den FC St. Pauli. Das heißt momentan, wie zwischen Förster nochmal, bekommt da wenig Druck. Kopfball von Mola! Und der ist im Tor. Zu Hause. Und da kommen sie. Aydini zieht in den Strafraum ein. Pass zu Alvarez. Die Fahne bleibt unten. Und es steht 1:1. Es ist noch nicht vorbei für den VfL Bochum. 65. Spielminute. Tom Weiland schließt an zum 1:2 und jetzt ist wieder alles möglich. Den Treffer wollen wir uns ganz kurz anschauen. Tor in Darmstadt. Von Robert Juhl vorbereitet. 3:0. Pfeiffer macht alles klar. Da würde ich mich mal festlegen. Und wen Wiesbaden muss drauf hoffen, dass Karlsruhe noch verliert. Kopfball Pfeiffer nach einem Eckstoß vom linken Innenpfosten. Die Partie ist gedreht. Aue führt das erste Mal. 75. Spielminute. 3:2. Wunderbar, dieser Kopfball. 78. Und es ist sehr, sehr wichtig für die Konkurrenz, weil Bielefeld mit 1:0 führt. Fabian Klos verschlechtert aber eher die Kunde für den VfB Stuttgart. Denn der HSV geht mit 2:0 in Front. Lukas Hinterseher. Es ergeben sich jetzt mehr und mehr. Der Ausgleichstreffer. Bochum kommt nach einem 0:2 Rückstand zurück. Robert Tesche. Erst pariert, dann aber Tesche. Karlsruhe kommt nochmal. 86. Minute. Das 1:1. Schwer zu sagen. Der VfB Stuttgart offenbart jetzt auch Lücken in der Defensive. Das ist Ishak. Ishak! Macht es selber. Und macht hier wohl alles klar. Bleiben Sie am Ball und bis dann. Jo, das war es dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn es gefallen hat, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten kommt dann ja zum nächsten Spieltag auch nochmal eine 9er-Konferenz. Also schaut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal und adios.